Mission Olympic. Am 6. und 7. September ist das soweit. Das heißt, ich habe jetzt noch knapp 5 Wochen Zeit, um mich für den Tag X in Form zu bringen. Heute bin ich zu Gast bei der TSG Bürgel und dort wartet im Hintergrund, ist es schon, der Zumba-Kurs heute auf mich. Ich glaube, alles nur Frauen und ich der einzige Kerl. Naja, was soll's. Los geht's. Also, Musik an und los geht's. Doch bevor ich anfange, erst einmal die Frage, was ist Zumba überhaupt? Ein Tanzworkout, eine Mischung zwischen Tanz und Aerobic, also ist zusammengestellt 70% Tanz, 30% Fitness und ist aber sehr leicht zu erlernen, einfache Schritte, die sich jedes Mal wiederholen und ist eine Koordinationssache natürlich, aber man lässt am Anfang einfach die Arme weg, man richtet sich nach den Beinen und das kommt dann mit der Zeit. Also desto öfters man es tanzt, umso einfacher ist es. Einfach zu erlernen, das wird sich zeigen, aber ich gebe mir Mühe. Immerhin will ich dazu beitragen, dass Offenbach in 5 Wochen sportlichste Stadt Deutschlands wird. Und ich will mich ja hier auch nicht blamieren. Hut ab! 80 Grad hier im Raum und zusätzlich ganz schön anstrengend. Weiter geht's! Ausreden gibt es nicht, vor allem nicht, wenn alle anderen im Kurs fröhlich weitermachen. Am Eventwochenende selbst wird die TSG Bürgel freitags Zumba in der Stadt und im Kinker Beach Club anbieten. Samstag gibt es dann in der eigenen Sportfabrik ein kostenloses ganztägiges Fitness- und Zumba-Camp. Und? Wir gehen allerdings auch in die Stadt. Das heißt, um 12 Uhr machen wir hier einen kurzen Break und fahren in die Stadt, sodass wir auf dem Wilhelmsplatz einen Flashmob machen können. Und auch nochmal parallel zu unserem Angebot hier in der Halle wird von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr ein Tanzboot ablegen, vom Isenburger Schloss, das von 155 Leuten gezogen wird, repräsentativ für die 155 Nationen der Offenbacher Bürger. Und da werden auch noch Trainer von uns sein und auch Zumba auf dem Tanzboot anbieten. Aber ansonsten hier am Samstag ein Tag Nonstop Fitness. Doch bis zu einem Zumba-Kurs im Kinker Beach Club habe ich noch einen weiten Weg vor mir. Wie Zumba auch, denn ursprünglich kommt es aus Kolumbien und wurde dort im Jahre 1990 erfunden. Doch Zumba ist nicht das Einzige, was die TSG Bürgel am Tag der Mission Olympic anbietet. Wir tun aber auch ein 24-Stunden-Kegeln anbieten für jedermann auf unserer Sechsbahnanlage hier in der ESO-Sportfabrik. Und dazu kommt ein Tennisturnier am Samstag. Wir werden die Kindergärten haben wir eingeladen, komplett hier für Samstags, für Gikako. Werden mit den Kindern hier also Turnen, Übungen machen und so weiter. Das Gleiche werden wir dann nochmal in der Stadt auf einer Bühne machen. Die Meinungen über den Energieverbrauch gehen weit auseinander. Zwischen 400 und 1000 Kalorien soll ich bei Zumba in der Stunde verbrennen. Im Moment habe ich allerdings eher das Gefühl, es stimmt beides. Es sind rund 400.000. Was tut man nicht alles, um fit zu werden für die Mission Olympic? Immerhin glauben auch Offenbachs Politiker an die Sportlichkeit ihrer Stadt. Gerade die Bürger in Offenbach, die sind so bunt und international, wie eben auch der olympische Gedanke ist. Deshalb sind wir geradezu prädestiniert, so etwas zu machen. Und ich glaube, unsere Bürger sind auch sehr stolz darauf. Das Ganze geht freitags abends los, 24 Stunden lang, geht vom Comcenter bis runter zum Main, geht vom Ringsender bis zur Rosenhöhe. Also da wird eine Riesenparty sein, ein Sport ohne Ende und die ganze Stadt wird auf dem Bein sein. Ich glaube, da lässt es keinen in seinem Sessel sitzen. Zu guter Letzt werde ich noch unter Applaus der Teilnehmerinnen von der Trainerin an der Hand nach vorne geführt. Noch wusste ich nicht, was gleich auf mich zukommen sollte. Doch das wurde mir schnell klar. Es galt also vor allem mit dem Boppes zu wackeln. Jetzt weiß ich auch, warum ich hier vorne stehe. Doch was soll's, jetzt musste ich all meine Zumba-Kenntnisse der letzten 55 Minuten bündeln. Im Angesicht meines Schweißes zeigte ich den Mädels, wie ich steifer Esel die Hüften kreisen lassen kann. Und dann, ja, haut die Trainerin auch noch ab und lässt mich ganz alleine da vorne stehen. Naja, den Mädels hat es wohl gefallen. Frei nach dem Motto, ist die Gruppe noch so klein, einer muss der August sein. So, 5 Wochen sind es noch bis Mission Olympic. Zumba-Kurs ist hinter mir, es war wahnsinnig schweißtreibend, aber es hat Spaß gemacht.
Auch wenn ich nicht weiß, ob die Mädels hinter mir, ich glaube, ich habe sie mehr aus dem Konzept gebracht als sonst was, weil die Schritte haben nicht wirklich immer gepasst. Aber Spaß hat's gemacht und ich schau mal, was nächste Woche läuft.